willkommen zu einem sehr ernsten Thema. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht ab, nur weil ihr denkt, oh, ein ernstes Thema in der Weihnachtszeit. Nein, ich will nur Spaß haben. Aber die Weihnachtszeit, in der Weihnachtszeit geht es nicht um Spaß. Weihnachten ist eine sehr gefährliche Zeit. Also, freut mich, dass ihr dabei seid zu Kerzensicherheit mit Conan. Der erste Teil der Unterweisung wird sich damit befassen, was man vor dem Anzünden einer Kerze macht. Es ist wichtig, immer erst den Docht zu trimmen, bevor man eine Kerze anzündet. Also er sollte allerhöchstens einen halben Zentimeter betragen, da sonst das Feuer flackern kann und noch gefährlicher sein kann, als es ohnehin schon ist. Dass einfach viel mehr Platz hat zu brennen und das will man auf jeden Fall vermeiden. Ganz wichtig ist es, lange Haare auf jeden Fall zusammenbinden, so weit wie möglich von dem Feuer weghalten. Sich am besten gar nicht dem Feuer nähen, sowieso nicht, aber Haare brennen super schnell. Auch lange Kleidung, Schals, alles gefährlich. Wirklich, passt auf bei allem, was länger ist. Stellt Kerzen nur auf brandsichere Oberflächen. In Gefäßen natürlich, die auch brandsicher und für Kerzen gemacht sind. Auf keinen Fall auf irgendwas, was wackeln kann. Irgendwas, wo die Kerze drauf umkippen kann am besten. Also nein, nicht am besten. Also das war jetzt auf keinen Fall, also Sarkasmus. Nicht auf irgendwas, was wackelt. Nicht. Auf einen Tisch am besten. Und aufpassen, bei manchen Tischen, dann ist es so, wenn ein Bein ein bisschen kürzer ist als das andere, dann wackeln die. Dann kann man so Papier unten drunter machen. Papier ist super, das kann man für alles benutzen. So ein Stück Papier unten drunter muss man mal so ein bisschen falten, damit der Tisch wirklich stabil ist und nicht wackelt. Das ist wichtig. Also, es muss ja nicht mehr sein, dass sie umkippt. Das kann auch recht schon, wenn so ein bisschen Wachs tropft und dann etwas in Brand steckt. Hausbrände sind gefährlich. Feuer ist gefährlich. Feuer ist kein Freund. Auf jeden Fall müssen auch Luftzüge vermieden werden, keine offenen Fenster in der Nähe, keine offenen Türen. Am besten ein komplett luftdichter Raum, damit die Kerze bald keinen Sauerstoff mehr hat und ausgeht und ihr befindet euch am besten auch nicht in dem Raum. So, nachdem wir jetzt sichergestellt haben, dass der Raum für die Kerze bereit ist, dann, und wir auch mit unseren zusammengebundenen Haaren, können wir uns dann die Kerze machen, uns anzünden. Wenn ihr aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen überhaupt eine Kerze anzünden wollt, aber mehr als eine Kerze anzünden wollt, stellt diese Kerzen auf keinen Fall direkt nebeneinander. Haltet 5 cm Abstand zwischen diesen Kerzen. Sie sollen sich nicht berühren können, sie nicht miteinander agieren können, die können sich gegenseitig anstacheln, dass sie schlimmer brennen. Also wirklich Platz. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Leute mehr als mal eine Kerze anzünden wollen. Also eine geht ja, so eine lieber nette Kerze. Hatte ich mal im letzten Video auch. So eine nette Kerze in einem Gefäß auf einem sicheren Platz, der nicht wackelt. Wichtig. Als zweites ist es wichtig, welches Mittel man benutzt, um ein Feuer anzuzünden. Also das sicherste ist es eigentlich, einen Uchiha sich zu Hilfe zu holen. Itachi ist da. Er macht das und er macht es auch meistens relativ sicher. Also auf keinen Fall irgendjemand wie Deidara, der Sachen gerne in die Luft sprengt. Und jeder kennt bestimmt Streichhölzer. Und die, ich wäre schon nervös, wenn ich die nur sehe, weil ich weiß, ich kann nichts passieren, wenn ich jetzt weit genug von mir entfernt habe, aber vor allem mit diesen Dingern sollte man echt vorsichtig sein und am besten lange benutzen oder noch besser diese langen Feuerzeuge, damit man sich ja nicht so, ich pack das gerade mal, lieber wieder weg, auch nicht offen liegen lassen oder so, immer gefährlich. Auch auf keinen Fall Kinder oder Tiere in die Nähe von Kerzen lassen. Ich habe schon jetzt wieder Angst, dass Tobi irgendwie... Ja, wahrscheinlich nervös. Aber ich glaube, es kann nichts passieren. Ich glaube, ich habe ihm alle Kerzen weggenommen. Kinder. Tobi ist kein Kind, aber er verhält sich wie eins. Also frage ich mich, ob er wirklich ein Kind ist. Also frage ich mich, wie die alle Kinder sind. Außerdem wichtig, oder eigentlich was das Wichtigste, die Kerze auf keinen Fall aus eurem Blick lassen. Nicht den Raum verlassen, wenn eine Kerze brennt. Nicht lesen, nicht einschlafen. Auf keinen Fall eine Kerze als Nachtlicht benutzen. Wenn ihr aufs Klo gehen müsst und wenn ihr Kerzen habt im Raum, entweder ihr geht nicht aufs Klo oder ihr macht die Kerzen vorher aus, geht raus, kommt wieder und könnt sie dann wieder anzünden. Aber keine Kerzen unbeaufsichtigt lassen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Kerze so brennt, wie sie brennen sollte, also wenn sie flackert zu sehr, wenn sie die Flamme zum Beispiel zu hoch ist, auf jeden Fall löschen
und zum Beispiel gucken, ob der doch lang, zu lang ist. Aber erst nachdem die Kerze abgekühlt ist. Also auf keinen Fall, wenn sie noch am Glimmen ist oder wenn der Wachs noch, das Wachs noch flüssig ist. Also wenn sie komplett aus ist, dann kann man den Docht kürzen und es nochmal versuchen. Wenn sie dann immer noch nicht will, dann kommt sie weg. Ihr könnt sie ermahnen, aber das hilft bei denen meistens nicht. Einfach weg. Das ist auch ein gutes Beispiel für die anderen, die werden sich dann benehmen. Nicht wahr? Wichtig, niemals, unter keinen Umständen, eine brennende Kerze anfassen oder bewegen. Wenn man sie bewegen will, vorher auspusten und sie danach bewegen, aber nicht eine, also brennende Kerzen lässt man in Ruhe. Man hält sich davon fern, die brennen da, alles gut, keine Luftzüge in der Nähe, nichts kann passieren, sie ist friedlich, sie tut mir nichts, ich tue ihr nichts, wir sind befreundet, ja? Und nun, was macht man, wenn man eine Kerze ausmacht? Genau, man pustet sie entweder ganz, ganz vorsichtig aus, aber eigentlich würde ich Auspusten auf keinen Fall empfehlen, sondern man sollte, es gibt extra Kerzenausmacher, die man über die, so eine kleine Glocke, die man über die Kerze drüber stülpt und sie damit erstickt, denn das hat sie verdient. Und so kann nichts passieren, wenn man pustet, kann Wachs in alle Richtungen springen, plättern und es ist nicht sicher. Passt auf, dass die Kerze auch wirklich aus ist, wenn man den Raum verlassen möchte oder wenn man überhaupt, also wenn man sie ausgemacht hat und denkt, sie ist aus. Es kann sein, dass sie nicht wirklich aus ist. Manchmal tun sie nur so. Sobald man noch am besten das Licht ausmachen, komplett dunkel und dann sieht man das kleinste Glimmen noch und weiß, ah, du kleines brennst noch. Ich sehe dich. Also ganz wichtig gucken, ist sie wirklich aus oder tut sie nur so. Und der beste Tipp von allen, das kann ich euch nur ans Herz legen, benutzt LED-Kerzen. Die kann man anfassen und es kann nichts passieren. Gar nichts. Seht ihr? Wie eine echte Kerze. Ist super. Haltet sie immer im Blick. Nicht blinzeln. Blink and you're dead.